Hallo, mein Name ist Arosa Nalingam. Ich habe mich in meiner Bachelorarbeit mit der Entwicklung einer Komponentenplattform für MonTiap-Modelle beschäftigt. Nun kommen wir zur Motivation. Viele Entwickler arbeiten unabhängig voneinander an unterschiedlichen Projekten, ohne deren Wissen über das Projekt auszutauschen. Das führt dazu, dass bereits entwickelte Softwarekomponenten erneut entwickelt werden. Dies führt dazu, dass die Entwicklungsdauer des Projektes erhöht wird. Ein weiterer Punkt ist das Austauschen von Softwarekomponenten in einem laufenden Softwaresystem. Hierbei wird beim Austauschen das komplette System gestoppt und die jeweilige Komponente ersetzt. Denen entgegenzuwirken, bietet sich eine zentrale Plattform an, mithilfe der Entwickler Komponenten hoch- und runterladen können, die Komponenten zentral verwalten und eine Versionsnummer erstellen. Zudem bietet sich an, eine Schnittstelle für Anwendungen bereitzustellen. Dabei können Anwendungen mit der Plattform kommunizieren und die Komponenten zur Laufzeit austauschen. Die Plattform ist wie folgt aufgebaut. Sie besitzt eine Anbindung zur Datenbank, eine Schnittstelle für Entwickler und eine weitere Schnittstelle für Anwendungen. Über die Datenbankanbindung können die üblichen CRUD-Operationen durchgeführt werden. Über die Entwicklerschnittstelle können Entwickler Komponenten aus der Plattform entnehmen. Dies geschieht über eine REST-Schnittstelle. Nach dem Bearbeiten wird eine Anfrage an die Plattform mit der neuen Komponente gestellt. Die Plattform validiert die Komponente, ermittelt eine neue Versionsnummer und speichert diese in der Datenbank ab. Das Austauschen von Komponenten einer Anwendung ist wie folgt. Jede Anwendung besitzt einen Client. Der Client bereitet die REST-Anfrage mit einem Objekt vor. In dem Objekt sind die erforderlichen Parameter für die entsprechenden Komponenten enthalten. Die Plattform bearbeitet die Anfrage, sucht die neueste Komponente und übermittelt diese an den Client. Der Client ersetzt die neue Komponente an die entsprechende Stelle und die Anwendung arbeitet weiter. Im Fall, dass keine neue Komponente auf der Plattform existiert, wird eine entsprechende Nachricht an den Client übermittelt. Das Datenbankschema ist hier als Klassendiagramm dargestellt. Jedes Objekt besitzt ein Modell, in dem Fall die MonTiap-Datei. Zusätzlich kann jedes Objekt eine weitere Java-File besitzen, in der das Verhalten der Komponente beschrieben ist. Zu den üblichen Attributen wie ID, Name und Datum ist vor allem die Incoming-Outgoing-Ports wichtig. Die Attribute beinhalten eine Beschreibung der Schnittstelle. Die Beschreibung besteht aus einem Namen und einem Typ. Mithilfe der Incoming-Outgoing-Ports wird die Eindeutigkeit einer Komponente festgelegt. Als nächstes wird der Prozess zur Ermittlung einer Versionsnummer beschrieben. Dafür wird eine Datenbankanfrage mit dem Namen der Komponente und die Anzahl an Schnittstellen gestellt. Die Datenbank liefert eine Liste von Objekten zurück. Jedes Objekt repräsentiert eine Komponente. Ist die Liste leer, so wird die neue Komponente mit der Versionsnummer 1 abgespeichert. Ansonsten werden die Schnittstellen der Komponenten aus der Liste mit der neuen Komponente verglichen. Bei Nichtübereinstimmung wird die Komponente aus der Liste gelöscht. Als letztes wird die höchste Version aus der Liste ermittelt und die neue Komponente mit der höchsten Version um 1 inkrementiert abgespeichert.